Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. So, ich habe heute den Lesemonat September für euch. Es wurden, glaube ich, auch 10 Titel. 2 davon waren Kinderbücher, die ich mit Maler gelesen habe. Also nicht mehr ganz so riesig enorm viel wie im Monat August. Da hatte ich ja 17 Bücher und 17 echt gute Bücher. Wer sich das Ganze nochmal angucken will, schaut mal bitte hier oben ins i. Ich weiß nie, ob es hier oder hier ist, also bitte verzeiht's mir. Ich war länger nicht mehr im Business. Auf jeden Fall wurden es jetzt im September 10 Bücher und da möchte ich heute mit euch drüber quatschen. Das erste Buch, das ich im September gelesen habe, war die Midnight Chronicles. Die sind auch im September, glaube ich, erst erschienen. Entweder Ende August oder Anfang September direkt. Und ich habe sie zusammen mit Jana gelesen, wie immer. Ich habe die ersten beiden Bände ja schon mit ihr gelesen. Und die Midnight Chronicles, was soll ich sagen, das ist so eine Hassliebe gewesen. Ich mag die beiden Autorinnen, Bianca Iosivoni und Laura Kneidl, sehr, sehr gern. Also ihre Bücher mag ich sehr, sehr gern. Und ich habe mich tierisch gefreut, als es hieß, die beiden bringen was zusammen raus. Ja, dann habe ich Midnight Chronicles Band 1 gelesen. Dachte so, okay. Anfangsgeplänkel, braucht halt ein bisschen, bis die Story ins Laufen kommt. Ja, Band 2 gelesen. Dann festgestellt, dass es gar nicht mehr um die gleichen Personen geht. Erstmal genervt gewesen. Dann habe ich mich in die Geschichte eingefunden. Dachte so, ja gut, wieder Anfangsgeplänkel, bla bla bla. Und wir so, sollen wir weiterlesen, sollen wir nicht weiterlesen? Jetzt haben wir halt schon 2 Bände. Lass uns doch dem 3. noch eine Chance geben. Dann war der 3. bei BookBeat online und wir hatten beide gerade ein Probeabo. Und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, lass uns den 3. einfach hören. Dann geben wir jetzt nicht noch extra 14,90 Euro für das Buch aus. Und ja, dann können wir uns entscheiden, wenn es uns gefällt, können wir uns das Buch ja noch kaufen, damit es halt einfach auch im Regal steht, wie das halt so ist. Wie sagt Ivi immer, Bücher lesen und Bücher sammeln sind 2 Paar Schuhe, sind 2 verschiedene Hobbys. Es ist wirklich so. Ja, auf jeden Fall konnte uns der 3. Band, da ich ihn hier in Printform habe, wohlweislich überzeugen. Es ist etwas mehr passiert als in den ersten Bänden. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es geht halt immer noch um die Geschichte von Roxy und Shaw. Roxy ist ja verflucht und soll innerhalb von jetzt nur noch 93 Tagen die Seelen, die sie aus Versehen aus der Hölle entlassen hat, zurück in die Hölle schicken. Da hat sie halt Hilfe von Shaw, der in Band 1 ohne Erinnerungsvermögen aufgetaucht ist oder den sie gefunden und gerettet hat. Und ja, er weiß immer noch nicht, wer er ist und eventuell wird man in diesem Band etwas mehr auch über seine Vorgeschichte erfahren. Ich möchte nicht zu viel verraten. Der Band konnte uns auf jeden Fall überzeugen und ja, jetzt freuen wir uns schon auf den 4. Der kommt aber, glaube ich, erst im Februar und wird dann wieder die 2 Protagonisten aus Band 2 beinhalten. Als nächstes habe ich mit der lieben Kati von Kati Liest Boston Bells Hunter gelesen. Das ist wieder ein Reihenauftakt von LJ Shen, der auch ansatzweise mit der Sinners of Saint Reihe und der, wie heißt sie nochmal, All Saints High Reihe zusammenhängt. Also 2 von den Protagonisten von All Saints High, von den männlichen, sind die Kumpels von Hunter. Hunter ist unser Hauptprotagonist. Er ist, wie LJ Shen es halt liebt, ein richtiges Pieploch und macht eine Frau nach der anderen nieder und lebt sein Leben und ist so quasi das schwarze Schaf der Familie, wie es halt eben oft in ihren Büchern auch beschrieben ist. Und ja, seine Eltern haben halt jetzt einfach die Schnauze voll. Nach dem letzten Eklat schicken sie ihn quasi ins Penthouse mit einer Babysitterin. Das ist die Sailor. Wenn ich jetzt mal richtig weiß, ich habe es ja immer nicht so mit Namen. Genau, Sailor Brennan heißt sie. Sie ist Bogenschützin
und sehr diszipliniert und möchte bei Olympia an Olympia teilnehmen. Und sie soll ihn jetzt so ein bisschen maßregeln. Er darf nichts trinken, er darf keine Frauengeschichten haben. Sie ist so wirklich die moralische Babysitterin. Ja, aber zwischen den beiden knistert es natürlich, wie soll es auch anders sein. Und ja, ein paar Sachen vom Buch, mit denen konnte ich jetzt nicht so viel anfangen. Zum Beispiel das Gewerbe, in dem die Familie von Hunter arbeitet, das teilweise auch eine größere Rolle spielt. Aber die Geschichte zwischen den beiden fand ich echt cool. Vor allem wird Zayla als rothaarige Lockenpracht beschrieben. Und ich musste einfach jedes Mal an Merida denken. Ja. Ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band. Da geht es dann nämlich um den Bruder von Hunter, der das genaue Gegenteil von ihm ist. Ein Arbeitstier und irgendwie so gar nichts von seinen Frauengeschichten quasi an die Öffentlichkeit kommt. Ach, ich kann nicht mehr reden. Ja. Boston Bells, Hunter, kann ich euch ans Herz legen. Danach habe ich mit der lieben Nella von Märchenhaftes das hier gelesen. Ein Kleid aus Seide und Sternen von Elizabeth Lim, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ja, irgendwie war der Monat sehr Body-Read-lastig, aber ich mache das echt super gern. Also wenn ihr irgendein Buch habt, das ihr auf meiner Wunschliste, auf meiner Subliste seht, die verlinke ich euch gerne nochmal unten. Das ist nämlich auf meinem Blog immer aufgeführt, was für welche schönen Geschichten auf meinem Sub rumsuppen. Wenn ihr da eins seht, das euch gefällt, dürft ihr mir gerne schreiben. Ich bin immer bereit für Buddy Reads. Ja, auf jeden Fall hat mich das Buch ein bisschen an Mulan erinnert. Das sagt irgendwie jeder, der es gelesen hat. Und es ist einfach so, es geht um Maya und sie möchte die beste Schneiderin des Landes werden. Ja, nun dürfen Frauen in ihrem Land nicht des Kaisers Schneiderin werden. Und kurzerhand schnippelt sie sich die Haare ab und verwandelt sich in einen Jungen, quasi in ihren Bruder, und geht an seiner Stelle zum Hof des Kaisers und ja, lernt dort einige seltsame Gestalten kennen, die es auch nicht alle gut mit ihr meinen. Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, ohne euch zu spoilern. Ich fand es auf jeden Fall super schön. Nella, soweit ich weiß, auch. Wir haben auch beschlossen, dass wir den zweiten Band jetzt noch zusammenlesen. Ob das jetzt im Oktober stattfinden wird oder nicht, I don't know. Aber ein super, super, super schönes Buch. Ich kann es nur empfehlen. Dann kommen wir zu den beiden Kinderbüchern, die ich mit Maler gelesen habe. Das ist einmal Die kleine Spinne Widerlich von Diana Amft. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich Diana Amft abgöttisch liebe, weil sie einfach für mich für immer Dr. Gretchen Hase sein wird. Und ich liebe Doctor's Diaries über alles. Auf jeden Fall hat mir das Buch die liebe Nenia von Ninias Wonderland geschenkt zum Geburtstag, beziehungsweise Maler zum Geburtstag. Und ja, Die kleine Spinne Widerlich stellt sich halt die Frage, warum, ich muss gucken, dass nicht die ganze Zeit blendet, warum die Menschen Angst vor Spinnen haben. Und sie fragt Freunde und Familie, ja, sag mal, warum haben Menschen denn Angst vor uns? Ja, und da kommen die kuriosesten Antworten raus. Die eine sagt, ja, sie haben Angst, weil wir so starke Muckis haben. Und die andere sagt, ja, vielleicht, weil wir, vielleicht denken sie, wir sind hässlich. Und am Schluss kommt natürlich die weise Oma und hat einen guten Rat für die kleine Spinne. Aber den werde ich euch nicht verraten. Ich fand das Buch mega süß und es gibt noch mehr davon. Ich glaube, die kleine Spinne Widerlich beim Arzt und hast du nicht gesehen? Auf jeden Fall werde ich mir die nach und nach noch für Maler zulegen. Dann kommen wir zu einem Buch, das ich vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ecki Eichhorns Krims und Kram. Auch Muffelhörnchen brauchen Freunde. Und ich finde Eichhörnchen ja so süß und deshalb habe ich es eigentlich auch angefragt. Auf jeden Fall geht es um Ecki Eichhorn, das Muffelhörnchen. Er fällt vom Baum und verletzt sich an der Pfote und kann dadurch seinen Shop, seinen Laden nicht mehr richtig führen. Und dann kommt unser kleiner Hase, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Schmidtchen Hase, genau. Schmidtchen hilft ihm und er macht natürlich alles anders, wie Ecki es machen würde. Und der ist richtig angepisst, warum dass der Hase das so anders macht. Und der Hase Schmidtchen fragt sich, warum Ecki sich so abstresst. Das ist einfach mega witzig und zeigt einfach Kindern auf, ja, auch wenn man eine andere Herangehensweise hat, kommt man doch ans selbe Ziel. Ja,
ein wunderschönes Buch. Ich habe mich sehr gefreut und ich werde es mit Maler definitiv noch öfter lesen. Kommen wir zu einem nächsten Buddy Read, den ich mit Nenia von Nina's Wonderland gemacht habe, die mir auch das Spinnenbuch geschenkt hat. Beyond Eternity, der Schwur der Göttin. Ich habe es euch, glaube ich, in meinem Vlog schon erzählt, dass ich das bei uns hier in St. Ingbert in der Buchhandlung gekauft habe, weil mir das Cover so gut gefallen hat. Hahaha, wie immer. Ja, es geht um Göttinnen und Götter allgemein. Und die Hauptprotagonistin, wie heißt sie nochmal? Naila, genau. Die hat einen Autounfall und überlebt den seltsamerweise ohne große Blessuren. Was sie sehr fragwürdig findet, weil das andere Auto frontal auf sie zurast und sie wirklich nur gefühlt 3 Kratzer abbekommen hat. Ja. Dann kommen 2 neue Jungs an die Schule, die sich direkt mit ihr anfreunden, was auch wieder sehr merkwürdig ist, aber sie sich trotzdem nicht so die Gedanken macht, ja, bis sie dann rausbekommt, dass sie göttliche Gene hat. Ja. Was da allerdings passiert, kann ich euch nicht verraten. Das müsst ihr einfach lesen. Es ist ein bisschen Romantasy, es ist ein bisschen jugendlich, also für jüngere Leser auch geeignet, aber ich mit meinen 29 plus irgendwas hab's trotzdem sehr, sehr gerne gelesen. Kommen wir zu meinem nächsten Buch, Play and Pretend, das ich ebenfalls vom Bloggerportal zur Verfügung gestellt bekommen habe, wie auch schon die beiden Vorgänger. Das hier ist der finale Band der Soho-Laufreihe und auf den habe ich mich auch schon richtig gefreut, weil ich Bryony richtig lieb gewonnen habe in den anderen Bänden. Sie ist halt so ein bisschen die schüchterne, ruhige, zurückgezogene im Privatleben. Aber da sie Schauspiel studiert, kann sie auf der Bühne rauslassen, was sie im Privatleben eben nicht ist und kann einfach in andere Rollen schlüpfen und kann sich quasi so von ihrer ruhigen Art und ihrer Zurückgezogenheit befreien. Natürlich hat diese Zurückgezogenheit auch einen Grund. Das erfahren wir in den vorigen Bänden schon so ein bisschen. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Ihr müsst einfach die Vorbände lesen. Die lohnen sich auch wirklich. Also ich fand sie richtig schön. Da hat Nina eine wunderschöne Trilogie geschrieben. Auf jeden Fall lernt sie Sebastian kennen und irgendwie ist sie anfangs total genervt von ihm. Dann sollen die beiden in einer Aufführung ein Liebespaar spielen. Und sie merkt halt immer wieder, er versucht immer hartnäckig hinten dran zu sein, dass er an ihr Geheimnis kommt. Er will wissen, warum sie so ist, wie sie ist. Und manchmal, ja, wird sein Blick so dunkel, steht hier auch. Da verrate ich nicht so viel, steht nämlich im Klappentext. Und Bryony macht sich halt auch Gedanken, ob er nicht auch ein Geheimnis hat. Es werden einfach Themen angesprochen, die richtig wichtig sind und die auch nicht totgeschwiegen werden sollten, über die man reden sollte. Und deshalb kann ich die ganze Soho-Laufreihe eigentlich richtig aus vollstem Herzen empfehlen. Last but not least kommen wir zu meinem Highlight mal wieder. Ta-ta-ta-ta. Oh, jetzt muss ich gucken, dass es nicht spiegelt. So. Das Reich der 7 Höfe, Sterne und Schwerter. Oh Gott, ich bin schon wieder ganz raus. Ja. Die liebe Jana und ich wollen nämlich nächste Woche mit dem 4. Band der Reich der 7 Höfe anfangen, den wir noch nicht gelesen haben. Deshalb habe ich jetzt gesagt, ich werde jetzt im September nochmal den 3. Band lesen, damit ich nochmal so ein bisschen in der Geschichte drin bin und das Finale nochmal so im Kopf habe. Ich habe ihn schon mal gelesen, also es war ein Reread. Und ich glaube, ich muss zu Reich der 7 Höfe nicht wirklich viel sagen. Es ist einfach ein wunderschönes Buch. Ich liebe diese ganze Reihe, ich liebe das Setting, ich liebe die Charaktere, ich hasse die Charaktere. Es ist so eine Hassliebe, aber es geht einfach nichts über diese Reihe. Die gehört wirklich zu meiner, ich glaube, Top 5 Forever and Ever Best Favorite Reihe. Ich rede nur noch Blödsinn, aber ja, liest sie. Wenn ihr sie noch nicht gelesen habt, lest sie. Jetzt im Oktober kommt nämlich der 5. Band und ja. Die Reihe ist einfach grandios und ich weiß auch nicht, warum ich den 4. Teil noch nicht gelesen habe. Ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich glaube, über Reich der 7 Höfe muss ich auch gar nicht mehr sagen. Jetzt ist mir eingefallen, dass ich noch 2 Bücher als E-Book bzw. Hörbuch gehört habe. Dazu habe ich jetzt hier mal mein Handy, damit ich
das auch noch auf dem Schirm habe. Also einmal habe ich noch Up All Night gelesen. Da geht es, ich blende euch mal hier ein, da geht es um Tay und ihren früheren besten Freund. Sie wird gerade von ihrem Macker verlassen und sitzt quasi auf der Straße. Und irgendwie hat es mich ein bisschen an mein Buch erinnert, aber nicht so ganz. Ja, plötzlich kommt ihr früherer bester Freund um die Ecke und sie war früher auch heimlich immer in ihn verliebt. Und irgendwie ja, hat er halt so das Gefühl, wenn sie ihm jetzt sagt, wenn er ihr jetzt sagt, dass sie einziehen soll, sagt sie nein, weil sie gerade den absoluten Männerhass hat. Also behauptet er, er sei schwul. Ja. Natürlich knistert es wieder mächtig zwischen den beiden und ja. Das Ende ist voraussehbar, aber die Geschichte ist einfach wunderschön und ich habe sie super, super, super gerne gelesen. Danach habe ich noch Saving Love von, Saving Love, ich darf ihn nicht lieben, von Sophia Como gelesen. Das wurde mir vom Federherz Verlag zur Verfügung gestellt. Ich blende es hier nochmal ein. Die Geschichte wurde, ich glaube, 2019 schon mal verlegt. Ich weiß nicht, ob es Self-Publishing war, ich glaube schon. Und jetzt hat der Federherz Verlag gesagt, ja, wir bringen das Buch nochmal raus mit neuem Cover. Und ja, wie gesagt, ich habe mich, wie ihr seht, ins Cover verliebt. Wer mich kennt, weiß warum. Ich konnte zwar jetzt mit dem Thema Boxsport nicht so viel anfangen, um den es eben in dem Buch geht, aber die Geschichte zwischen Nolan und Lacey war einfach super schön. Er ist ihr Boxlehrer und vergeben, aber trotzdem küsst er sie auf einer Party und ja, irgendwie steckt da mehr dahinter, was er aber nicht preisgeben möchte, warum er die Beziehung quasi nicht beenden kann. Und es ist einfach so schön, den beiden zuzuschauen. Ich möchte gar nicht viel mehr sagen. Ich habe es einfach sehr, sehr gern gelesen und ich freue mich auch auf den zweiten Band. So, ihr Lieben, das war jetzt wirklich mein Lesemonat September für euch. Ihr dürft mir gerne mal verraten, ob ihr eins der Bücher schon gelesen habt oder ob ihr vielleicht eins davon selbst noch lesen wollt, was auch auf eurem Sub rumsuppt. Ansonsten war es das von mir. Wer mehr von mir hören möchte und sehen möchte und lesen möchte, der darf sich gerne auf meinen Instagram-Kanälen austoben. Da bin ich einmal unter kanismenorart-books zu finden, dann als Autorin unter julia-hauer-autorin. Das war's von mir und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.